Ich komme auch. Also du kommst rein und dann sage ich, hey Melanie, was, du bei mir daheim? Oh, du musst noch läuten, gell? Wann? Jetzt! Hallo? Oh, es ist glaube ich schon gerade du. Hey, nein, Melanie. Hoi! Du bei mir? Ja, ich habe gedacht, ich habe Eier und ein Milch und ein Fleisch bei dir geholt. Oh ja, ich muss schauen, ob ich etwas habe, aber komm doch mal rein. Hoi, schön bist du da. Mega cool. Danke vielmals, kommst du zu mir und darf ich für dich gerne. Ja. Du kommst auch bei mir. Ja, ich bin da sitzen, der Kinderstuhl. Yes, aber der ist mega beliebt. Ja, er ist schon wunderschön. Und ich habe gedacht, haben wir das Image? Nein, Champagne, never say no to Champagne. Nein, du hast mir doch gesagt, du kochst nicht so gerne. Ja, das ist ja so. Und darum habe ich gedacht, du kannst auch einfach meine Gesellschaft leisten und ich koche dir heute 3 Apero-Häppli. Und das passt dann zum Champagner, den du aber vorher schon trinken darfst. Das finde ich super. Also du tust einfach kochen. Und es ist ja überhaupt nicht 3 am Nachmittag, sondern 3 in der Nacht. Ja. Und es ist im Fall jetzt einfach Vollmond, darum kommt so viel Licht rein. Hey, super. Also, das ist mir glaube noch nie passiert, dass ich einfach da hocken darf. Also Melanie versteht mich. Ja. Ich habe ein glitzerfancy Glas für dich vorbereitet. Oh, mit Gold. Ist gerne so kitschig. Ein fancy chair und ein fancy glass. Cheers. Oh, schön. Wahnsinn, du in meiner Küche. Ja, das hätten wir auch nicht gedacht. Früher sind wir mit Backstage rumgekommen. More love, less hate. More champagne. Unbedingt, du, ich kann Schuss benutzen. Nein, ja, das ist mir... Das kommt ist mir das mal hey, aber gell, ich bin dann keine Veganerin. Und eben, unsere Plantbox ist ja nicht ein Angebot für Veganer, sondern eigentlich für eben alle, soll es einfach inspirieren. Mhm. Und darum habe ich gesagt, nein, komm unbedingt zu mir kochen. Weil du kannst Fisch oder Fleisch für deinen Mann nebenan machen und die Plantbox zu Hause haben, ist ja kein Problem. Zu 90% würde ich jetzt sagen, dass ich mich vegan ernähre. Und wenn ich wirklich so das Verlangen, dass ich das Gefühl habe, meinem Körper fehlt etwas, dann tue ich aber bewusst nicht irgendein Fleisch, sondern dann gehe ich zum Bauer ein Stück holen. Und dann finde ich, kann ich es mit mir selber vereinbaren. Ich habe Ackermann, schon die sind wirklich gut. Aber du kannst eben entweder einen Shot alle 3 Monate nehmen, oder du kannst auch überdosieren alle paar Tage. Das mache ich zum Beispiel. Einfach viel rein oder jeden Tag ein paar Tröpfchen. Ich nehme B-Komplex, und also B12, 6. Ah, das ist super, das ist ein Multivitamin-Präparat. Ja. Also jetzt nach etwa 10 Gläser Champagner, ja, mindestens, würde ich mich jetzt mal am Apero machen. Ja. Also Apero, genau, es braucht ja wie etwas zum Essen. Genau. Und in dieser Box haben wir ja da die Dolmades. Schau, Büchsenfood für die Melanie Winiger. Yay, Junkfood! Voll nicht. Doch, die hast du mir in der Box geschickt. Ja, das ist in der Box super. Bei mir, gell? Ja. Und die habe ich aber schon immer geliebt. Ja, die sind wirklich, das und ich selber machen gehen. Ist aufwendig. Kann ich euch gerne mal in einem anderen Video auch zeigen. Aber wichtig ist, wenn man die rausnimmt, dass man die nicht kaputt macht. Die sind so eng da drin. Ich bin mit den Fingern. Genau, ja, man muss wirklich so ein bisschen fein. Und dann kann man die nachher mit den Gabel so rausholen. Aber das hast du jetzt nicht selber gekocht? Nein, eben. Das. Aber ich zeige dir jetzt, was ich selber mache dazu. Aha. Weil... Man kann es noch besser machen. Ja, die richten wir... Also das ist jetzt nur ein Teil vom Apero. Der Apero-Häppli, den wir jetzt zusammen machen, für dein Apero, besteht aus 3 Teilen. Und das ist einer. Dolmades nennt sich auch Weinblätter oder ich glaube Wakame heissen die auch noch. Ein bisschen Olivenöl drüber. Das habe ich gepostet, wenn wir manchmal wandern und draussen schlafen. Das gibt es im Migros. Werbung. Nein. Werbung. aber das ist ganz leicht. Das kannst du einfach so mitnehmen. Das ist aber klein. Genau. Der zweite Teil, da haben wir ja den New Roots Camembert. Das sind Freunde von mir vom Thunersee. Die finde ich mega. Muss man dazwischen das Blatt. Aber die gibt es schon relativ lang, oder? Ja, sie sind jetzt, also sie sind erst jetzt richtig so, haben sie den Boom mit dem Go und auch mit England, wo sie ihre Käse sogar verkaufen und exportieren. Aber es gibt sie sicher seit, also ich habe vor einem Jahr habe ich die schon gekauft, einfach ihre Formhäuser und so. Genau, vegan, auf jeden Fall, ja voll. Nein, das, also sie gibt es schon mehrere Jahre. Aber sie haben jetzt noch eine grössere Fabrik eröffnet in Thun. Macht mir Angst, wie du mit dem grossen Messer umgehst.
Also sonst brauchen wir nicht so grosse Messer in der veganen Küche. Also vor allem die typischen Fleischmesser. Aber so ein Messer ist eigentlich recht gut so, zum Gemüse schneiden. Und da haben wir den Camembert. Genau. Es sieht vor allem auch aus wie Camembert, finde ich. Ja, dann machen sie aus Cashewkernen und ich probiere sie eigentlich immer zu überreden, dass sie mal etwas mit Erdmandeln machen, weil die könntest du in der Schweiz anbauen. Aber sie haben mir versichert, die Cashewkernen kommen aus Vietnam, super Fairtrade. Sie kennen die Produzenten dort, es kommt mit dem Schiff und sie machen wirklich alles korrekt, aber mit Erdmandeln machen sie für mich auch noch ein paar Tests. Gut. Also Camembert, dann haben wir die Chips, habe ich gar nicht gesagt. Wir laufen übrigens wohl zusammen. Oh, das ist gut. Das ist immer ein gutes Zeichen. Brown Rice Cracker, gibt es auch im Asia Shop, aber das sind jetzt so Organic Ones. Nicht so frittiert, das sind wie so gesunde Chips, gesunde die Chips brauchen wir. Dann haben wir nochmal einen New Roots Käse und das ist der Ricotta. Mm. Den kann man auch so aufmachen und der dann so in die Hand und dann so auf ein Teller stellen und noch ein bisschen Olivenöl und frische Kräuter drüber. Aber wir brauchen dann jetzt für den zweiten Apero. Und dann hat sie ja noch die hier dabei, die Tamari-Gewürzmandeln. Sind das auch die, die sie in der Box gegeben hat? Ich glaube, so vielleicht in einem Schächtel hast du die auch dabei gehabt. Ja. Oder haben wir es nicht eingepackt? Doch. Doch, sind ein bisschen. Die kommen ja auch noch beim Linsengericht vor, dass man die könnte ja sofort das sind los. Sind schon die, oder? Ja. Mm. Die kannst du aber auch die Hause selber machen. Nimmst einfach Mandeln und Tamari-Sojasauce und brätlst sie in der Pfanne an und fertig hast ich du schon den Snack. Ja, ich habe gehört, du bist nicht so der Kochköchin. Ich bin einfach nicht gut. Ich finde, es ist wichtig, dass man zugibt, wenn man etwas nicht kann. Ich esse eben umso lieber. Und dann kommt das so da drauf. Und dann haben wir ja eben den Frischkäse. Ricotta. Und der kommt noch oben drauf. Und dann haben wir die Mandeln. Und dann ist es ein grosses Melanie Vinegar Apero. Nein, schau, ich habe da noch von diesen frischen Radiesli. Ja. Die liebe ich, die esse ich einfach so. Und da sind Salz drin gelassen. Das ist mega ungesund, das ist mir mega egal. Ah ja. So. Und das ist der Melanie Vinegar Apero Snack. Darf ich jetzt einfach so reinhauen? Ja, du darfst sonst anders. Ich habe ja ein grosses Mund. Wir brauchen entweder einen Mixer oder einen Stabmixer. Mhm. Spachtel. Weißt du, was ich probiert habe? Das ist nicht Product Placement. Wie heissen die Smoothie-Macher? Die Blend. Du hast doch so eine Pause. Nutribullet. Nutribullet. Ja. Das ist nicht Product Placement. Ich werde nicht zahlt von denen. Not ich kann nicht von Vitamix. Aber ich brauche die im Fall. Wenn du Sachen mischst, dann haue ich alles dort rein. Super. Und mache es mit dem. Ja, perfekt. Eben. Also auch für die, weißt du, Stabmixer, ich habe Vitamix, Nutribullet. Geht alles. Genau. Cut. Meine kleinen Ausstechringe sind alle an dem Ort, wo ich Kochhäuser gebe, darum nicht zu Hause. Darum habe ich jetzt als Ausstechring einen genommen, um das Öpfelbüschchen auszustechen. Mhm. Aber man könnte zum Beispiel auch so ein Shotglas nehmen für genau so etwas. So einem könnte man das auch machen. Okay. Also diese Sachen brauchen wir jetzt für den dritten Snack, Apero und dann kochend Wasser, dass es einfach schneller geht, weil ich eben also nicht gerne, wenn es lang geht in der Küche. Ja, ich auch nicht. Hochs Wasser, dann brauchen wir Salz. Paulus, musst du schauen, ich habe alles vorbereitet. Salz, die weißen Bohnen, alles. Frische Kräuter, Zitronen, dann noch ein bisschen Kardamom und nicht Nelken, sondern Muskatnuss. Falsch. Jetzt habe ich Champagner schon getrunken. Und dann Hafermilch, Olivenöl. Ich kann euch erinnern an den Hirsenbrei vom Zmorgen. Mhm. Den könnt man eigentlich einfach den vom Zmorgen dann brauchen für das Gericht. Also bei so feinem Getreide muss man das. Also es ist ein fein gemahlener Mais. Mhm. Dann kommt das so rein. Ist das Tessiner? Ja, die Chino ist da. Wir stehen auf regionale Produkte, auf jeden Fall. Und immer schön Bio-Swiss drauf. Auf jeden Fall kocht der Mais. Der geht ganz schnell, grobkörniger, geht viel länger. Und dann brauchen wir die Edelhefe. Hast du von dem schon mal gehört? Du hast das Buch, hast mir das. Ja. Schmeckt man da? Stinkt nach Käse, oder? Ja. Schmeckt man? Gruselig. Also eigentlich braucht man das. Ja. Das ist also viel
in der veganen Küche meinen viele, dass es so ein Käseersatz, aber eigentlich ist es eine Würze wie aber wird es nicht auch verkauft amigs als so veganer Parmesan? Ich ja, mal aber das ist eben ein Fehler, ist, weil ja. Es ist eigentlich eine Würze. Also es ist das Nebenprodukt in der, bei den Bäckern, die Hefeflocken, eigentlich ein Abfallprodukt und die Veganer haben es entdeckt als Käseersatz. Aber es ist eigentlich ein Würzkäseersatz. Also okay. Risotto ist super und bei der Polenta klassisch. Aber zum kannst du auch, wenn so Käse drüber geht es nicht. Würde ich nicht empfehlen. Nein, lieber frische Pinienkerne nehmen, die viel mahlen und du hast schon Parmesan. Wenn das so am Köcheln ist, gegen das Ende, wenn es so etwas anzieht, dann kommt da von der Edelhefe rein. Wir machen da wie eine Polenta und nachher eigentlich für den. Ich habe ja gar nicht gesagt, was wir machen. Das ist eine Überraschung. Wir machen den, Surprise Effect! Genau, der dritte Aperol-Snack ist ein salziger Mini-Cupcake. Ooh. Und für einen Cupcake ist eine Base ist ein Muffin. Mhm. Und diesen Muffin machen wir mit einer Polenta-Schnitte. Also wie du Polenta-Schnitte machst oder einfach Polenta meinst. Also Leute, die Polenta-Schnitte machen. Oh, shit! Hast du noch nie Polenta gekocht? Nein! Also entweder haben wir eine Büchse oder ein Glas bekommen mit so schon gekochten bio-weissen Bohnen. Ihr könnt natürlich auch weisse Bohnen kaufen, die 8 Stunden einweichen und dann nochmal 2 Stunden kochen. Das kann man gut oder machen. Oder nicht! Ich bin aber ein Fan von Büchsen oder von, also eben wenn es dann noch bio, ein Bioprodukt ist im Glas oder in der Büchse. Dann haben wir die weissen Bohnen und da unten haben wir ja da noch das Wasser. Das ist das berühmte, mit dem kann man das berühmte Aquafaba machen. Hast du von dem schon gehört? Das habe ich bei dir mit der Box gehört. Ja, das ist der falsche Eiweißschaum, erfunden im 18. Jahrhundert. Und mit dem kann man eigentlich so wie einen weissen Eiweißschaum machen. Für Baiser und für ganz viele Sachen. Wir könnten den jetzt auch für den Cupcake noch brauchen, aber wir brauchen vor allem jetzt die weissen Bohnen. Und die kommen dann in den Mixer rein. Und da rein in den Mixer kommt Olivenöl und ich habe hier vorher angestellt. Das geht hier rein und dann kommt und noch. Schauen, wie viel das drin ist. Genau. Das ist bei dir so ein bisschen natürlich. Genau, es ist so hängt gleich mal Pi. Ja, bei und, mir nicht. Ah, das habe ich vergessen auf die Seite zu stellen, aber es braucht ja auch noch ein bisschen Kokosnussfett. Weil für das Fasting, das muss ja stabil sein. Ja. Hast du schon mal einen Cupcake gegessen? Gegessen habe ich gemacht. Auch noch nie. Hast du gerne einen Cupcake? Ja, mega. Es ist oft so ein Kinderding. Aber ich bin mehr der salzige Mensch. Ja, also das ist super, salzige Cupcake. Ja. Perfekt. Mach mir einen Schein! Ja, das ist recht. Ich wollte das nicht. Also, dann nein, du hast die ganze Zeit von Cupcake und salzig und ich finde nur so. Also dann kommt noch der Kardamom und das Muskatnuss ein bisschen drin, die Polenta. Weiter mischen. Gesalzen habe ich ja vorher schon. Ein bisschen Hafermilch noch, um es cremiger zu machen. Also, jetzt sind wir im Fall fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch schnell das Mixen da. Ich tue das weg. Ja. Du bist auch ein Fuchtli wie ich. Ja. Vor allem so ein bisschen angetrunken von Champagner. Wird genau gleich gemacht wie Hummus. Und der Spritzsack muss dann kurz in den Kühlschrank. 1, 2, 3. Ein paar Stunden später. Und der Spritzsack ist schon parat. Und der Mais, den wir vorher hatten, für den brauchen wir. Das ist auch 1, 2, 3 Form. Jetzt. Genau, und in diese Form gießen wir dann den Mais. Er muss ein bisschen dicker sein wie das, aber das geht auch. Eine gewisse Höhe, ich würde sagen etwa 2, 3, 2,5 cm. Und dann muss das eigentlich Kühlschrank. Eben, jetzt haben wir ja den Mais und der ist hier gekühlt. Also mittlerweile die Mais-Polenta. Eben entweder so ein Ausstechring, vielleicht mit so 1-2 cm Durchmesser. Und ich habe jetzt den Äpfel-Ausstechring, weil ich nicht mehr anders gefunden habe. Perfekt, das langt schon, den Rest mache ich nachher. Und dann kann man jetzt mit dem Stechring. It's so cute! Das ist nicht ideal. Das ist ein super Mini-Cupcake natürlich. Wenn ihr einen Stechring habt, der etwas grösser ist, also für unsere Caterings, machen wir die etwas grösser. Ich habe eben das Ideal wäre eigentlich etwas zwischen dem und zwischen dem anderen. Aber man kann das dann so ausstechen. Es wackelt, aber kein Fisch. Dann haben wir noch die frischen Kräuter da. Dann nehmen wir den Peterli raus. Super. Peterli ein bisschen zusammenklappen. Dann haben wir mit der Schere. Dann können wir den noch so ein bisschen
drüber. Oh, mir fehlt mein Catering. Es hat gerade nichts dran. Aber versteht ihr die Idee? Und dann kommt oben drauf noch Pfeffer. Jetzt habe ich den Spritzball, habe ich einfach ein Frosting. Ja, nein, das ist perfekt, stimmt. Sieh, sieh, sieh. Schau mal, wie schön. Siehst du? Gut, also jetzt haben wir ein Apero für 3 Leute, oder? Ja. Super. Mit dem Champagner. Ja. Halleluja! Hey. Also, Worship Pay.